Heute sprechen wir über Formenmerkmale der Frontzähne. Klar, ist ja mein Lieblingsthema, Morphologie der Frontzähne, klar. Also wenn du das noch nicht weißt, dann bist du ganz neu im Podcast. Also Formenmerkmale der Frontzähne und vorweg einmal Klartext gesprochen. Jeder einzelne Frontzahn, eigentlich jeder Zahn, wenn man den natürlich nachmachen möchte, dann muss man sich den vorher einmal in Natur angucken und zwar ganz komplett isoliert. Also nicht mit Isozier eingeschmiert, sondern als isolierter einzelner Zahn von apikal nach inzisal. Das, was wir Zahntechniker ja eigentlich tagtäglich machen, ist, dass wir nur den klinischen Kronenbereich uns widmen und da wirklich alles den Fokus drauf legen, ist aber verkehrt, weil wer den gesamten Zahn nicht begriffen hat, komplett mit Wurzel, mit allem drum und dran, der ist auch nicht in der Lage, die klinische Krone wirklich naturgetreu zu replizieren, nachzumachen. Also Klartext, man muss den, jetzt komme ich schon ins Stottern, man muss den Zahn als Ganzes betrachten, als einzeln stehend und, da kommen wir schon direkt zu Nummer 2, auch als individuell, weil jeder Mensch ist individuell. Wie ein Fingerabdruck ist auch ein Zahn. Ganz individuell, sogar Zwillinge, wenn man jetzt, nettes Beispiel, man hat jetzt eineiige Zwillinge und 1,1 wird bei jedem Zwilling einmal gerupft und man vergleicht die, die sind auch nicht wirklich gespiegelt. Die haben auch ganz individuelle Sachen. Ein bisschen eine Leiste mehr hier, ein bisschen mehr eine Leiste mehr da ausgeprägt. Das ist halt so. So, dann. Wie wird man gut? Klartext Nummer 3. Wie wird man wirklich gut? Und wie stellt man natürlichen Frontzahnersatz her, dass der wirklich von der Natur nicht zu unterscheiden ist? Wie macht man das? Durch Wiederholung. Durch Übung, durch immer wieder wiederholen. Da gibt es so ein geiles Beispiel. Du guckst dir ein YouTube-Video an, wie jemand hier Klimmzüge macht. So, den hier. Klimmzüge die ganze Zeit und das guckst du dir an und das kannst du dir auch 20 Mal angucken. Und von 20 Mal angucken hast du immer noch gar keinen Bizeps. Da kommen bei dir überhaupt keine Muckis. Du guckst dir dieses Video nur an. Das ist Umsetzung schlägt Wissen. Es ist so. Also, wenn du nicht selber diese Klimmzüge machst, kriegst du auch keinen Bizeps. Geht nicht. Weder hier, noch hier. Also, komm in die Umsetzung. Ganz tolle Hilfestellung. Und zwar, geh auf meine Website, auf meine Blogseite unter asman-dentalservice.de. Findest du oben im Reiter Programme, findest du einen 0 Euro, also wirklich, der kostet dich nicht einen Cent, einen kleinen Minikurs, wo ich dich mit an die Hand nehme und Stück für Stück zeige ich dir, wie du an natürliche Zähne kommst, weil die wachsen ja nicht auf den Bäumen, wie du an natürliche Zähne kommst, wie du die lagerst und was du damit machst, nämlich du baust dir eine eigene Naturzahnbibliothek auf. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du hier, 500 Zähne dir zurecht sammelst, sondern es geht wirklich darum, erstmal anzufangen, in die Umsetzung zu kommen, dich damit auseinanderzusetzen und dass du auch wirklich Vorlagen hast. Weil nichts ist schlimmer, du willst mit irgendwas starten, bist voll motiviert, bist voll am Brennen und dann fehlt dir die Vorlage. Fehlt dir genau ein Teil. Du willst einen Schrank zusammenschrauben und dir fehlt der Schraubendreher. Also, fang mit diesem Minikurs an. Ich verlinke dir den auch in die Shownotes, beziehungsweise diejenigen, die nicht den Podcast hören, sondern sich den Videopodcast jetzt angucken auf YouTube. Ich verlinke dir das definitiv, dass du zu diesem 0-Euro-Minikurs kommst. Das ist ein kleiner Mini-Videokurs. Und da zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dir eine eigene Naturzahnbibliothek aufbaust. Denn wenn der liebe Kollege gesagt, ich habe noch da was ganz Tolles aufgewachsen in meiner Meisterschulzeit und sowas. Ja, ist okay, ist aber nicht die Natur. Übe wirklich nur von natürlichen Zähnen, mit natürlichen Zähnen.
besorgst du dir. So, das ist das eine. Dann legen wir mal direkt los mit Formmerkmale der Frontzähne. Den Klartext hast du jetzt gehört und du kannst ja auch gerne Zettel und Stift schnappen und mitschreiben. Also, was ist definitiv mit das Wichtigste bei Frontzähnen? Das sind die Leisten. So, und ihr werdet jetzt im Videopodcast, blende ich das schön ein, Leisten. Und Leisten sind das, was das Auge durch Lichtreflexion wahrnimmt, und zwar in Höhen und Tiefen. Das sind ja auch Bestandteile des Morphkurs Online. Sehen, begreifen, umsetzen. Sehen. Es geht wirklich darum, wie sehe ich Sachen und kann die dann umsetzen? Wie sieht der Patient oder auch das Gegenüber? Wie sieht der oder die? Und wie kann man damit umgehen? Wie kann man auch mit optischen Täuschungen ein bisschen das Auge veräppeln? Tricksen. Es gibt Situationen dann, entweder sind es Verschachtelungen oder bei Teleskoparbeiten, Doppelkronentechnik, bei so dicken Dreiern, Hauern, dass man die halt zierlicher erscheinen lässt, natürlich und zierlicher erscheinen lässt. Da hilft uns optische Täuschung, gehört mit ins Gebiet Sehen. Und dann auch das Umsetzen ist hinterher das, dass wir das dann auch im Morphkurs Online wirklich auch händisch alles umsetzen. Weil, wie gesagt, wie dieses nette YouTube-Video, ne? Hier, man. Wenn man die Klimmzüge nur sich anguckt, kriegt man keinen Bizeps. Das heißt, wenn man die ganzen Videoinhalte nicht umsetzt, dann kriegt man natürlich auch nicht die Fingerfertigkeit, dieses Haptische und auch nicht das Verständnis dafür, wenn man das in der Cut zum Beispiel dann umsetzt. Das alles ist Bestandteil in Morphkurs Online in deinem 9 Wochen. Der ist übrigens auch gerade am Laufen, sprich, der hat gerade geöffnet für eine kurze Zeit, weil der hat immer nur eine kurze Zeit geöffnet. Jetzt bis zum 25.03.24 ist der Kurs noch zu buchen. Und dann gehen wir nämlich direkt am 26. laufen wir los. Das heißt, laufen wir, legen direkt los in die Umsetzung. Wir fangen nämlich dann an mit dem 9-Wochen-Programm, wo jede Woche auch 1 bis 2 live sind. Und wir sehen uns dann live im Morph-Klassenzimmer und wir setzen auch analog um im Online-Kurs. Das ist ja, wie ein Hybridformat sozusagen. Und zu Kurszugang, um auch die ganzen Videos nochmal dir immer wieder anzugucken und vielleicht nochmal nachzuschauen und auch die neuen Updates dir anzugucken, dafür hast du definitiv 2 Jahre lang Zugang. Also jeder in seinem Tempo und in die Umsetzung kommen. Jetzt bin ich abgeschweift. Nochmal. Vormerkmale. Wir fangen beim Einsatz nochmal an mit den Leisten. Die haben ja alle Leisten, aber beim Einser sind sie besonders wichtig, finde ich auch, weil der eben halt als prägnantestes vorne mitten im Gesicht halt steht und einzelne Einser nachzumachen, ist ja wirklich Geiserklasse. Da muss man schon ganz genau wissen, dass auch die Leisten sich in der Wurzel über den zervikalen Bereich hin auch noch bis nach apikal fortsetzen. So, was gibt es denn da noch? Es gibt ja nicht nur den labialen Bereich, sondern definitiv das Geheimnis der Morphologie, der natürlichen Frontzahnmorphologie. Was ist das? Es sind die approximalen Bereiche. Ja, ihr hört richtig, approximale Bereiche, weil keiner hat die auf dem Schirm, keiner hat die auf dem Schirm, nur die geilen Leute, die geilen Zahnersatz machen, so richtig. Erste Sahne, die haben das auf dem Schirm, die wissen das, die haben sich nämlich alle isolierte einzelne Zähne vorher nicht nur ganz genau angeschaut, sondern die auch nachgemacht und die auch wirklich haptisch begriffen. Und die wissen ganz genau, dass die approximalen Bereiche, die, wie sagt man das, Hidden Champions? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es das, was man sonst nicht wahrnimmt, weil ja immer ein Zahn daneben steht. Du hast ja mesial und distal im besten Fall immer einen Kumpel dazwischen. Also einen Kumpel daneben. Es ist ja die komplette Zahnreihe. Und bei natürlichen Zähnen ist immer jemand dazwischen, also daneben. Und man hat diesen approximalen Bereich gar nicht so im Blick. Aber der ist super wichtig, weil die labialen Leisten und die palatinalen Leisten, die haben ja Übergänge in den approximalen Bereich. Sprich, wenn man es umdrehen würde. Der approximale Bereich spielt
komplett in die labiale und in die palatinale, ja, in diesen palatinalen und labialen Bereich mit rein. So, was ist denn, weil ganz oft, wenn du dir jetzt so ein Modell von natürlichen Zähnen dir anguckst, sagen wir hier, habe ich jetzt so einfach mal den Johannes dabei, wenn man sich das so anguckt, da kann man sich das genau auch anschauen, dass wenn die Zweier ein bisschen weiter nach vorne oder nach hinten stehen, also ja, je nachdem, ist immer ein bisschen mehr von dem approximalen Bereich des nebenstehenden Zahnes zu sehen. Und das zu wissen, wie die approximalen Bereiche aussehen, auch dass es eine Kataoka-Furche gibt und woher die kommt und wohin die geht, das ist wirklich, das solltest du dir angucken. Also wie gesagt, nimm diesen 0-Euro-Kurs, mach den und leg den in der Naturzahnbibliothek an, weil das kostet dich doch nichts. Meine Güte, und da bist du doch eine Zahnlänge voraus. Mindestens. Also den Kollegen, die da kein Augenmerk drauf legen und die nicht besser werden wollen, dem bist du einiges an Zahnlängen voraus. Ein 28er bist du den voraus an Zahnlängen. So. Gehen wir mal weiter. Palatinal. Wenn du jetzt palatinal die distale palatinale Randleiste anguckst, die geht in den meisten Fällen nicht bis zur Inzisalkante. Oder was heißt Kante? Bis zur Inzisalfläche. Ist ja auch nicht unbedingt eine Wahnsinnskante, ne? Wenn es nicht eine Abrasionsfläche ist im Inzisalen. So, dann hast du nämlich eine Unterbrechung der palatinalen distalen Randleiste und mesial. Die mesiale palatinale Randleiste, die geht meistens bis zum inzisalen Bereich. Oftmals. Schau dir das mal ganz genau an. Und zwar findest du das beim Einser, vom Palatinal jetzt gesehen, beim Zweier und ganz krass beim Dreier, auch beim Unterkieferdreier. Die unteren Einser und die unteren Zweier sind ein bisschen lasch mit ihren Leisten, sag ich jetzt mal. Klar haben die welche, aber nicht ganz so stark ausgeprägt. Aber die kannst du dir auch nochmal ganz in Ruhe anschauen. Die sind auch sehr, sehr unterschiedlich, was den lingualen Bereich angeht. Ist auch nochmal ein Unterschied. Was auch ganz prägnant ist, ist, dass eben halt die Wurzel im labialen Bereich viel, ja, massiver ist und dann sich nach oral hin, egal ob Oberkiefer oder Unterkiefer, Frontzähne, nach oral hin verjüngt sie sich und hat auch noch eine Wurzelfurche, die in den approximalen Bereich der klinischen Krone auch noch, ja, viele sagen dann auch Kataoka-Furche, ne, mit in die Kataoka-Furche reingeht. Das geht so in eins ziemlich über. Und im distalen Bereich hast du ja auch noch die Unterbrechung der palatinalen distalen Randleiste im inzisalen Bereich. Und die mündet dann eben halt auch, das geht dann so in eins über zur Kataoka-Furche. Und genau der approximale Bereich ist ja genau das, was auch total krass ist, um Brücken, auch Kronen im Verbund, ohne Brückenglieder, oder ist egal, wie viele Brückenglieder du hast, aber sie wirken dann wirklich natürlich und einzeln stehend, weil, wenn du von inzisal drauf guckst, hast du den approximalen Bereich dafür, um eben halt verblockte Frontzahneinheiten einzeln stehend wirken zu lassen. Und das ist ja auch die Kunst in der Cut. Das ist ja das, wo sich viele, ja, weiter Verarbeitende, wenn sie nicht die Maus in der Hand haben, die sich dann über die, ich sag jetzt mal, CAD-CAM-Leute aufregen und sagen, die größte. Ja, aber selber mal auch mal da sitzen mit der Naturzahnbibliothek, so schön wie die Zähne da alle sein sollen. Du musst auch als CAD-CAM-Techniker in der Lage sein, diese Bibliothek mit diesen schönen Zähnen, die zweifelsohne recht schick aussehen, dass man die auch wirklich individuell zum Patienten hin wirklich kredenz designt. Und dafür muss man auch das Wissen über die Leisten, die approximalen Flächen, die Übergänge, die Unterbrechungen, die Leisten, das Wissen muss da sein. Auch der Querschnitt eines
Sahnes. Ja? Hier. Da haben wir mal. Da habe ich nämlich genau das Zähnchen einmal hier, den Einser. Die Leute im Podcast sehen es nicht, also, aber im YouTube, ihr seht das. So, da habe ich einmal das Zähnchen, den oberen Einser in Scheibchen geschnitten. Das ist jetzt einmal ein Scheibchen davon. Und Entschuldigung, ihr habt mesial definitiv die Wurzel im einmal im Schichtbild viel, viel massiver und die verjüngt sich nach oral. Und das ist bei allen Frontzähnen. Das ist zum Beispiel eine Sache noch. Gehen wir mal weiter zum Zweier. Was hat denn der Zweier so was ganz Besonderes, was den auch so natürlich erscheinen lässt? Ganz oft schau dir natürliche Zweier an und dann guckst du dir nämlich die Inzisalfläche an und Augenmerk auf die palatinale inzisale Fläche, den Bereich. Da hat nämlich der obere Zweier ganz oft so eine, ja, so ein Bäuchelein. Tja, ganz. Schau es dir mir an. Also verschieden stark ausgeprägt. Und solange der nicht abradiert ist, siehst du ganz genau, dass die Zweier im inzisalen Bereich ein bisschen nach oral hin, wirklich palatinal, haben die eine, wie so eine kleine Verdickung. Und das ist eine Sache, die sehr spannend ist. Mach das mal nach. Auch das Experimentieren mit den Formen und das Nachmachen dieser natürlichen Form, wenn du dir eine Naturzahnbibliothek angelegt hast. Du hast ja alle Beispiele der Welt. Obere Dreier. Obere Dreier und untere Dreier sind an für sich schon mal einmal verschieden. Während die untere Kieferfrontzähne so ein bisschen langweilig sind, sage ich jetzt mal. Haben aber auch ihre approximalen Flächen. Das kommt dir besonders zugute, wenn du verschachtelte Unterkieferfronten machen darfst. Ganz was Feines ist, das macht richtig Spaß. Und dann musst du auch die approximalen Flächen gut kennen, auch von den unteren Einsern und Zweiern. Das sieht dann richtig gut aus. So, wir waren bei den Dreiern. Obere Dreier sind etwas ja, breiter von labial gesehen. Und die unteren Dreier, die sind etwas graziler, etwas schmaler. Die haben aber alle trotzdem ein bis sogar zwei Durchgänge vom Palatinal oder Lingual nach Distal, dass die Palatinal-Lingual, also die distalen Randleisten, unterbrochen sind. Und das teilweise sogar zweimal. Das führt dazu, dass du auch im approximalen zum labialen hin distal zwei Leisten hast. Und damit kannst du die optische Täuschung auch anwenden, um gerade die Eckzähne bei Teleskoparbeiten etwas graziler darzustellen. Wird alles ge gezeigt und geübt im Morphkurs online. Also wenn du dabei sein willst bei dieser geilen Community von Kolleginnen und Kollegen, es gibt übrigens nur 27 Plätze, dann beeil dich. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich wünsche dir ein freudiges Üben, ein geiles Umsetzen und richtig geile Erfolgserlebnisse. Ich wünsche dir strahlende Patienten, die glücklich sind, dass du sie versorgen durftest und einfach tun.